Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Fokus-Kanal. Wir spielen. Ich weiß nicht, was wir spielen. Idiotentest. Was wir spielen. Idiotentest. Okay. Muss ja gewonnen. Was geht ab? Willkommen zu einem neuen. Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Fokus-Kanal. Wir spielen heute Idiotentest. Mit dabei sind Dolan, Emily, Grippe, Lara, Sydney und Robin. Und viel Spaß mit dem Video. Die erste Frage ist, was macht ein Australier, wenn er vor einer großen Schlange steht? Sind jetzt so Joke-Fragen? Ja, oh, Idiotentest halt. Eine Fangfrage? Ja, es ist meistens so Fangfragen. Also ihr schreibt jetzt eine Antwort auf und jemanden, den ihr denkt, der es falsch beantwortet. Kannst du nochmal kurz die Frage stellen? Ja. Was macht ein Australier, wenn er vor einer großen Schlange steht? Also ne, die Antwort aufschreiben und einen Namen, wo ihr denkt, dass er es falsch beantwortet. Was ist das für eine Frage? Ja, es sind die ganze Zeit zu Fragen, Leute. Ja, ich dachte, man kennt die. Okay, also man schreibt einmal die Antwort und dann schreibt man noch, welche Person es nicht weiß. Genau. Oder ja, dann müssen wir... Also nein, eine Person. Nein, nur eine Person immer. Und wenn du es, wenn du recht hast, gibt es dafür auch nochmal einen Punkt. Es ist also immer Musti. Musti hat Back-to-Back Idiotentest gewonnen. Ja, aber nicht fair. Muss immer laut doch, fair. Warum nicht fair? Okay, let's go. Habt ihr alle? Ja. Okay, dann einmal alle reinhalten. Warte. Mit meinem Samsung. Streicheln. Warten, bis er drankommt. Oh. Nichts. Oh mein Gott. Ihr habt alle falsch. Außer Musti, oder? Nee, Musti hat auch falsch. Sich hinten Schlange. Anstellen. Einfach sich Musti. Hinten anstellen. Oh mein aber streicheln auch. Mein Gott. Musti ist der Einzige, der gecheckt hat. Ja, okay. Komm, Musti. Ja. Ich meine so eine Schlange einer Tasse zum Beispiel. Ja. Junge, wie gut. Mutzi. Okay, dann, das ist krass. Dann die nächste Frage. Bekommt ein Nachtwächter Rente, wenn er am Tag stirbt? Bekommt ein Nachtwächter Rente? Ist das eine Ja-Nein-Frage oder was? Kannst mir auch schreiben, warum. Kann, aber muss nicht. Ja, muss nicht, okay. Bekommt ein Nachtwächter Rente, wenn er am Tag stirbt? Kannst auch mal einmal noch okay, bekommt ein Nachtwächter Rente, wenn er am Tag stirbt? Okay. Ich spielst du heute einen Cup? Mit mir? Ja. Nein, nicht mit dir. Okay, dann haltet alle rein. Nein, er ist tot. Nein, weil er tot ist. Nein, weil er tot ist. Ja, weil er gearbeitet hat. Okay, alle. Alle richtig außer Musti. Yes. Ich hab auch Musti. Ich hab auch Musti. Achso, ich dachte mit. Kriegen wir jetzt noch mehr Punkte? Ja, du hast jetzt zwei quasi gekriegt. Geil. Nächste Frage. Wie viele Geburtstage hat ein Mensch? Der Blick dabei, Lara. Was will der Mann von mir? Kackfragen. Reicht doch schon wieder. Okay, dann halt rein. Ich bin auf Snapchat. Ach, Eierlecken. Eins, okay, alle richtig. So viele, bis er stirbt. Oh, Lara hat's falsch. Nein. Ich hab extra probiert. Posti, ne? Das musst du ja auch austauschen, glaube ich. Oh, Mann. Ja, hä? Ich hätte jetzt auch gesagt, einen mindestens, aber... Okay, dann habe ich wieder eine Ja-Nein-Frage. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Stimmt das? Warte mal, was? Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Stimmt das? Okay. Ich fühle mich so verarscht. Das ist halt ein 50-50, ne? Ja, okay. Ehrlich. 3, 2, 1. Naja. Und einer hat's wieder falsch. Ich hab zwei Punkte. Ich hab ja auch Lara. Lara, weil hinten schreibt man mit H halt, weißt oh du? Oh mein Gott, das ist aber... Was sind das für Kackfragen? Was sind das für Kackfragen? Jetzt ehrlich. Ich muss die ausgetauscht. Hey, ich mach nur noch Lara rein. Du musst tauscht nicht Lara und Musti. Oh. Okay, nächste Frage. Welches Wort wird in Deutschland immer falsch geschrieben? Wort? Sag nochmal. Welches Wort? Ich tausche vielleicht doch nochmal. Welches Wort wird in Deutschland immer falsch geschrieben? Warte. Ich komme auf diese Fangfragen nicht klar. Ich komme auf die einfach nicht klar. Kann ich mich selber auch so aufschreiben? Nein. Wie, das geht nicht. Also, welches Wort wird in Deutschland immer falsch geschrieben? Oder habt ihr schon was? Ja. Ja, ich bin mir nicht sicher. Okay. Habt ihr alle? Ja, nein, noch nicht. Beruhig dich mal. Ja, ich bin jetzt. Sorry. Da kommt doch noch was, Lara. Ich mache jetzt einfach hier so auf, weil ich habe keine... Okay, dann reinhalten.
Ich hab noch nichts. Falsch, falsch. Nämlich. Falsch, ja, falsch ist richtig. Wenn es falsch ist. Bild von Lara? Ich hab 2 Punkte, ne? 2, weil wir haben eines richtig. Was hatte Lara? Was hat Lara? Gar nichts. Lara hatte nix. Mutzi, kannst du noch mal reinhalten, was du hattest? Falsch, also wenn es falsch ist. Mit Bild von Lara? Achso, ja. Bleib bei mir so. Änder nicht mehr. Immer? Alter. Okay, nächste Frage. Wer stirbt sicher nach dem Stich einer Biene? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. So. Lara hat Blaubarschbube geschrieben. Oh mein Gott. Robin, das war meine letzte Aufnahme. Ich sag's dir. Das war die letzte Aufnahme. Ich mach jetzt nächstes Mal immer so Blaubarschbuben-Fragen. Okay, dann reinhalten. Die Biene, die Biene, die Biene, die Biene. Was, alle richtig. Alle richtig. Lara, du hast nicht mal jemanden aufgeschrieben, oder? Ich bin doch, ich hab doch ein Bild gemacht. Achso, sorry. Okay, nächste Frage. Auf was kannst du mit deinem rechten Fuß drauftreten, aber nie mit deinem linken? Warte nochmal. Auf was kannst du mit deinem rechten Fuß drauftreten, aber nie mit deinem linken? Mein Gott, bin ich schlau. Ich bin drin in diesen Fangfragen. Ich hab dich jetzt, Robin. Ich check dich jetzt. Nochmal Name austauschen. Ja. Ja, man guckt immer durch die Cams, ne? Ich wüsste auch, wen ich jetzt aufschreibe. Okay, dann reinhalten. Oh. Auf den linken Fuß, auf den linken Fuß. Muss sie. Ich hab Gasschuhe. Echte Schuhe, Gaspedal. Echte Schuhe. Gaspedal war gut. Ja, als ich... Das wäre so Idiotenfragen und so. 2 Punkte noch. Yes. Stark. Okay, nächste Frage. Das Lara, das weiß ich nicht. Ach Gott. Nächste Frage. Du bist mein Sohn, aber ich nicht dein Vater. Wer sagt das? Ich kann sowas nicht, Digga. Yes. Familie und so. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Ich kann das nicht mit Familie. 3, 2, 1. Warte, haben alle. Okay. Ja. Mutter. Ja, ich hab's gut wie wir beide. Ich und Musti haben immer das gleiche Bild. Okay, heißt es der, die oder das gerade Kurve? Ah, oh, Bro, das ist crazy. Ich schwör, Dullen ist immer so am Analysieren, wer es nicht weiß. Ich glaube, das ist ein Ding für Musti. Okay, dann reinhalten. Gibt keine gerade Kurve, gibt keine... Mann! Warum weißt du mich auch? Was hat... Oh mein Gott, Sydney! Oh, Sydney hat's falsch. Oh mein Gott, Sydney, nein. Ich hab nicht weiter nachgedacht. Ich troll jetzt nur noch. Okay, was ist, wenn ein Metzger und eine Müllerin heiraten? Na, komm mal. Dann sind sie verheiratet. Hä? Was ist, wenn ein Metzger und eine Müllerin heiraten? Was wird eine Müllerin? Ich dreh zurück. Ich dreh zurück. Hä? Was ist, wenn ein Metzger und eine Müllerin heiraten? Hä? Ich kann nicht, warte kurz. Ich hab... Instagram. Wenn es nicht mal Dullen hat, dann ist die Frage okay. Ja. Das ist halt. Ja. 3. Muss die Grippe haben? Ich hab noch nicht. Crap. Mr. Crap. Blaubeerstube. Ah, von Blaubeersch auch noch, ne? Okay, ja, dann halt's rein. Gammelfleisch verheiratet. Dann sind beide Metzger Hochzeit verheiratet. Ja, Hochzeit ist richtig. Dann ist eine Hochzeit. Also das ist halt wirklich so eine Drecksfrage, einfach, ich blame einfach Robin dafür. Musst du halt geschrieben, was ist eine Müllerin? Was ist eine Müllerin? Hier so ein Job das halt. Das ist einfach Nachname, oder nicht? Oder? So ein Beruf, oder nicht? Ach so. Ja. Ich dachte auch so Nachnamen und dann nimmt man halt die gegenseitigen Nachnamen an. Okay, was ist schwerer, ein Kubikmeter Gold oder ein Kubikmeter Wasser? Egal. Okay, dann halt alle rein. Ja, auch beides Mann. Gleich. Scheiße, gleich. Echt jetzt? Gold ist richtig. Oh mein Gott, let's fucking go! Let's go! Ich bin so am Aufholen, ne? Warum? Sag mal die Frage nochmal. Ja. Was ist schwerer, ein Kubikmeter Gold oder ein Kubikmeter Wasser? Stell dich mal, ein Kubikmeter mit Gold. Es geht ja nicht um Gewicht, es geht ja um Kubikmeter. Was ist ein Kubikmeter? Was ist das? Ein Pferd springt auf einen Bauer, der daraufhin verschwindet. Wo ist das passiert? Kannst du langsamer reden, bitte, Robin? Ein Pferd springt auf einen Bauer, der daraufhin verschwindet. Wo ist das passiert? Ja, scheiß Frage. Ich bin so back. Ein Pferd springt auf einen Bauer,
Ja, ein Pferd springt auf einen Bauer, der daraufhin verschwindet. Wo ist das passiert? Boah, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, Lara war beim letzten Mal auch so. Was beim letzten Mal auch voll scheiße am Anfang und dann ging's. Ja, weil ich immer nicht auf die Fangfragen kann. Dein Gehirn ist noch nicht eingestellt darauf. Ja, genau. Okay, alle reinhalten. Warte, ich ändere noch meinen Namen. Safe nicht, ja. Märchen, Bauernhof, oh mein Gott, wie wenig haben richtig. Gott. Schach, ja, Schach ist richtig. Scheiße, warum? Also Schachbrett schon auch. Jetzt wäre ich noch auf lustiges Switch. Hä? Was war jetzt richtig? Schach. Bauernhof. Okay, drei Männer gehen tauchen, aber nur einer von ihnen bekommt nasse Haare. Wie ist das möglich? Meine Füße sind kalt. Sag mal. Nein. Okay, hab. Das war mir so klar, dass es auch noch macht. Okay, dann reinhalten. Glatze, zwei meine Glatze. Oh mein Gott, warum habe ich geschrieben? Warum habe ich geschrieben, der eine hat eine Glatze. Oh mein Gott, warum? Ich habe Neoprenanzug. Ich hätte einfach nur Glatze schreiben sollen. Neoprenanzug. Ey, Lara ist falsch, ne? Robin, lass uns... Nee, ich hab... Was hatte Lara? Warum bettest du so? Was ist dein Problem? Warum bettest du so? Komm! Was hatte Lara? Ich hab's schon gelöscht. Muss Robin dann nachschauen. Einer hat Glatze. Oh. Welche Insel liegt nicht im Wasser? Welche Insel liegt nicht im Wasser? Hm. Ja. Habt ihr Socken an? Lara, Emily? Ja. Was? Gerade schon, ja. Ich hab keine an. Hä? Okay, Robin. Kannst du kurz nochmal die Frage wiederholen, bitte, Robin? Achso, ich dachte gerade, du willst auch, dass ich meine Füße jetzt zeig. Nee. Welche Insel liegt nicht im Wasser? Ich krieg Strike. Für Nacktheit. Oder was ist das zu fragen, Bruder? Ja, okay. Zeig nochmal, Sydney. Noch bitte einmal, noch für mich, bitte. Das kostet. Ich mach das nicht. Zeig online. Füße. Das einmal. Kostet. Dann zeig deine Achseln. Bruder. Okay, habt ihr alle? Ja. Das ist doch scheiße. Ja. Ja, dann alle reinhalten. Ich hab gar keine Antwort. Ich weiß nicht. Verkehrsinsel ist schon mal richtig. Aber ich hab doch einen Punkt. Wegen Emily. Nein, du kannst dich ja nicht selber aufschreiben. Was steht unter Wasser und Verkehr? Okay, Verkehrsinsel ist richtig. Ich wusste nicht, ich kenn das Wort nicht. Autozeug. Muss sie erst einen Führerschein? Hä? Ja. Hast du einen Führerschein? Ja. Als ob. Aber warte mal, ich hab... Robin? Ja? Ich hab ja Musti aufgeschrieben, das heißt, ich krieg trotzdem einen Punkt, ne? Ja, einen Punkt kriegst du. Oh. Jetzt genau zuhören, bitte, ja? Was ist am tiefsten? Teller oder Tasse? Also jetzt, sollen wir schreiben Teller oder Tasse? Also eins von den beiden? Also was ist am tiefsten? Teller oder Tasse? Das ist richtig dumm. Am tiefsten. Also was ist am tiefsten, Teller oder Tasse? Oh mein Gott. Oh. Ja, immerhin hat's einer gerafft. Ich muss einmal Klick machen, heißt das. Warte nochmal. Okay, was ist am tiefsten, Teller oder Tasse? Warum sagst du das oder so komisch? Ja, ist so. Bei mir hat's nicht Klick gemacht. Warte, ich hab's, glaube ich, gecheckt. Mir kann keiner einen Vorwurf machen, komm. Ich schreib das jetzt einfach auf, weil ich... Ja. 3, 2, 1. Hä? Oder, nein. Beides gleich, Tasse, oder ist richtig. Grab! Okay, was ist oder? Musst du erklären mal? Oder ist, Bruder, das ist ein Fluss. Ja! Und der ist tiefer als Teller oder Tasse. Fluss! Okay, dann habe ich die letzte Frage. Zwei Mütter und zwei Töchter gehen shoppen. Sie kaufen insgesamt 3 Paar Schuhe, aber jeder bringt ein Paar mit nach Hause. Wie geht das? Mach einfach schnell irgendwas, dann sind wir fertig. Warte, kannst du noch mal den letzten Part wiederholen, sorry. Ich wiederhole alles. Zwei Mütter und zwei Töchter gehen shoppen. Sie kaufen insgesamt 3 Paar Schuhe, aber jeder bringt nur ein Paar mit nach Hause. Wie geht das? Okay. Also Mathe und Fangfrage tue ich gar nicht, meinst. Oder ich spüre, warte mal. Also zwei Mütter und zwei Töchter gehen shoppen. Die kaufen insgesamt 3 Paar Schuhe, aber jeder bringt nur ein Paar mit nach Hause. Wie geht das? Du hast es doch scheiße, Robin. Ey, wie kommt ihr denn darauf? Leute, wieso braucht ihr so lange? Ja, hä? Ich glaube, ich hab's falsch. Digga, Lara tippt da die ganze Zeit. Was schreibst du für die Aufgabe? Die rechnet einfach mit Taschenrechner. Ja, also, die eine hat sich eine Palette geholt und dann Leute, hat Leute, das sind Fun-Fragen, da müsst ihr nicht rechnen. Ah, warte mal. Scheiße, jetzt habe ich euch Tipps gegeben. Was war die Frage? Zwei Mütter und zwei Töchter gehen shoppen. Die kaufen insgesamt 3 Paar Schuhe, aber jeder bringt ein Paar mit nach Hause. Wie geht das?
Okay, mach einfach. Okay, dann reinhalten. Das ist falsch, aber. Mutter und Tochter nehmen je ein Paar und ein Schuh. Ne, ein Paar Mutter, Tochter, Zwillinge. Ne, Mutter und Stepmom und die eine Tochter. Na, es sind halt Oma, Mutter und Tochter. Was? Ja, mit Zwillinge wäre auch richtig gewesen. Ja, aber das sind ja keine. Nee, Zwillinge sind ja nicht zwei Mütter und zwei Töchter. Warum hat Sidney einfach Nein aufgeschrieben? Ja, genau nicht. Genau nicht so viele Schuhe. Ja, aber die Frage ist ja, zwei Mütter und zwei Töchter gehen shoppen. Ich glaube, das hat niemand richtig, oder? Was war jetzt die Antwort? Ja, es ist Oma, Mutter und Tochter. Deswegen sind es zwei Mütter und zwei Töchter. Das ist arschig. Okay. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Schaut das nächste Mal wieder vorbei und es hat mir Spaß gemacht.